Darf man während dem Fasten Zähne putzen? Ja. Auch wenn Geschmack dort ist. Weil dieser Geschmack, der dort ist, ist zu vergleichen mit dem Wasser, was übrig bleibt, wenn du den Wudu praktizierst. Bleibt Wasser übrig, wenn du den Wudu praktizierst? Im Mund? Bleibt übrig. Ja, Restwasser. Genau. Wirst du dafür belangt bei Allah? Wirst du nicht. Genauso die Frau, die Essen abschmeckt. Sie braucht auch nicht ihren Mund auszuspülen, wie manche Frauen das machen, ja? Die schmeckt ab so und dann wäscht sie ihren Mund, Zähne putzen und so und vielleicht mit dem Lappen drüber und keine Ahnung. Das ist Quatsch, das ist übertrieben. Man darf Essen abschmecken. Man muss auch nicht den Mund spülen. Eine der Selef wurde gesehen, wie er auf dem Markt Karotten kaufen wollte und er hat während dem Fasten die Karotten gekaut. Er hat gekaut, hat das dann ausgespuckt und hat dann die Karotten dann gekauft. Wollte schmecken, ob sie gut sind. Ach so. Genau. Also abschmecken, Zähne putzen, ja, Wudu machen und so weiter. Das ist erlaubt während dem Fasten.